Ja, hallo, willkommen zu einer neuen Runde Mecker. So, ich hatte mir jetzt so ein bisschen vorgenommen, die Wespe ein bisschen attraktiver, aggressiver zu spielen, also mehr. Weil, also sehr häufig ist es ja so, jede Einheit wird ja gekontert, ne? Ihr müsst mit einer Einheit nur Momentum aufbauen, das ist das Einzige, was sie machen muss. Und der Gegner läuft immer dem letzten Momentum hinterher, ja? Und die Wespe ist halt eine sehr schöne Einheit dafür, wenn der Rhino sehr häufig eine sehr schlechte Einheit dafür ist, habe ich das Gefühl. Wir gucken uns das mal an. Der Trick bei dieser Momentum-Geschichte, Moment, ja, das vielleicht, ist wahrscheinlich, Momentum in der Einheit aufzubauen, dessen Kontereinheit nicht den Rest eurer Aufstellung problematisch erscheinen lässt. Ja, und das ist, glaube ich, noch die Kunst. Ja. Ich muss mal testen, ob die Dinger, ob irgendein besonderer, einer der beiden besonders gut dagegen oder schlecht ist. Ja, das muss ich mal testen. Ich könnte es euch im Moment nicht sagen. Extra Knede. Extra Tankiness. Ja, ich brauche auf jeden Fall Modelltanks da an der Front, ne? Das ist ja gar keine Frage. Ich stelle die mal so, wie ich die Gegner erwarte. Das ist jetzt ein bisschen gefährlich, wenn man die so hinstellt, weil die beide abgelenkt werden können durch einen Crawler. Aber ich erwarte, dass die hier oder in diesem Bereich sind. Vielleicht sogar hier oder so, ne? Die beiden. Und da sollen dann die Raketen eher drauf ausgerichtet sein. So, die stehen da ein bisschen weiter vorne, um den ganzen Müll abzufangen. Ja, und die kommen dann einfach von hinten dazugelaufen. Ein bisschen spät dazugelaufen. Ich meine, die Marksmen stehen sicher nicht hier vorne, oder? Sollte eigentlich gehen. Ansonsten mehr Schaden brauche ich auf jeden Fall, oder? Immer der Gegner, die ja tanky sind. Gut, hier steht er genau anders. Ja, wenn eine Rakete drüber geht, ist das, glaube ich, nicht ganz so dramatisch. Aber das wird das Headquarter vielleicht kosten, mitten in der Schlacht. Mal sehen. Kaboom. Kaboom. Bevor sie das Kleinvieh zerstört haben. Und ihr Teil meiner Armee macht gar nichts und ihr wichtiger Teil ist vernichtet worden und die haben jetzt keine Modelltanks mehr und Bye-bye-Aufstellung. Ja, so ist das manchmal. Wenn ich Pech habe, kriege ich noch nicht mal den einen da. Oh Gott. Ja, ist halt immer so, wenn ihr einen gewissen Plan habt, was der Gegner aufstellt, ihr stellt dagegen auf und dann steht das ganz woanders, dann ist alles für den Arsch, ne? Gerade bei diesen HQ-Waschstrategien ist das immer so ein Problem gewesen. Ach ja. Die sind so gut gewesen letztens. Aber jetzt geht es halt wieder mit der Grundregel los. Also, die Wespe kontert eigentlich nicht alles von dem, ne? Weil die kontern die Wespe, könnte man sagen. Aber wer will schon Level 2 aufstellen? Das wäre für beide Seiten komisch. Von da kontert der den Rest da wahrscheinlich. So, wir kommen einfach mal da hinten zugeflogen. Wir erwarten, dass wir da vielleicht Besuch bekommen an der Stelle. Und sonst gibt es halt den Feuersupport dann gleich. Ja, nochmal Modelltank dabei packen wahrscheinlich. Geht ja gar nicht anders. Meat Shield davor. Das ist halt die ganze Kunst. Aber welches bringt mir jetzt am meisten? Wie gesagt, ich muss das mal mit dem Simulator testen. Ich glaube fast, dass ein Panzer die beste Lösung wäre, um das zu Meat Shielden, das Ganze. Ich mache es jetzt trotzdem mal damit. Und dann nochmal einen Raketenwerfer. I don't know. Wir machen mal zwei von denen. Also wie gesagt, bei zwei Feldern überleben die das, aber der geht langsamer, ne? Ja, also wir brauchen auf jeden Fall mehr Meat Shield. Ich glaube, das ist die ganze Kunst. Die Flanke holen, das Momentum zu reduzieren vom Gegner. Können die Wespe ja dann hochporten gleich, ne? Weil sie Level 2 unten rechts hingestellt hätte. Den Teleporter dafür. Nope. Ja, ich muss halt den Raketen ein bisschen Zeit erkaufen, ne? Das ist die ganze Krux hier. Das habe ich jetzt hier vorne versucht, das hat ja nicht so gut geklappt.
Hätte auch schlimmer sein können. Aber es sind natürlich zu viele Wespen jetzt über. Der Cost Control hätte ich, glaube ich, lieber die Sledgehammer zum Tanken genommen. Naja, so ist er das dann. Ja, ein Sturm ist, glaube ich, okay für die ganze Armee. Obwohl die alle sehr tanky sind, ne? Giants dahinstellen. Ja, ich habe ja viel Geld über, oder? Dann können wir hier vielleicht wirklich auf die Giants nachher gehen. Ich würde halt jetzt wahrscheinlich durch den Sturm eine Runde verlieren. Aber dann gehen wir wirklich auf die Giants. Ja, wie handeln wir jetzt die Wespe da rechts oben, ne? Das wäre so die Frage. Eine eigene Wespe dabei packen und der tankt das dann weg. Ich weiß nicht, ob die schnell genug porten, wenn ich da jetzt eine Wespe hintersetze. Ich bin mir ehrlich gesagt unsicher, inwieweit das funktionieren würde. Luca wäre auch übertrieben. Kann sein, dass das jetzt die beide massakert, ne? Weil die mit dem Teleporter drin ist. Dann ist die Runde fast schon vorbei. War nochmal eine Artillerie, die wird zu sehr abgelenkt links, ne? Aber trotzdem nochmal eine. Und dann nochmal ein Modelltank. Und jetzt die Frage, wie ich nachher mit den Giants dann umgehe, weil ich glaube schon, dass sie eine gute Antwort wäre. Der hat ja auch nicht viel Platz, um irgendwie Melting Points beizupacken. Vielleicht Fortress dagegen. Dann ist auch die Artillerie am Kämpfen. Satellit. Jetzt sterben natürlich beide, weil er ein Satellit ist. Aber immerhin 50 Punkte am Arsch von ihm. Und er kann die nicht porten, die Wespe, ne? Das ist halt auch immer so eine schöne Sache. Der braucht ein bisschen mehr Schaden, mit einer Salve den tötet, aber da muss ich sonst nicht mehr hinstellen. Da laufen sie rein in der Mitte. Hier im Zentrum muss noch was Tankiges hin, deswegen halt die Fortress-Idee, ne? Das wird halt auch die ganzen Sachen da wegballern. Speed hat er genommen. Die sind jetzt auch gelevelt. Also ich kann immer Melting Point dabei stellen, aber ist vielleicht doch unwahrscheinlicher. Es kommt halt dieses Flugzeug-Spawn-Dingy. das packen wir schon dazu, glaube ich. Ne? Das gebe ich mir jetzt mal eine Runde. Die Frage, wenn ich hier stehe, ob er dem Crawler hinterherläuft, ne, dahin geht oder ob er dann wirklich noch dahin geht. Das könnte jetzt schwer daneben gehen. Ich hoffe mal, dass es funktioniert. Mal gucken. Ansonsten ihn kurz verlangsamen, falls er das auch macht mit dem Drop. Egal, mit den 50 Punkten. Ja, und jetzt für 600 so einen dicken dabei packen, ist einfach noch zu früh, ne? Lieber nochmal Kleinvieh dabei packen. Ich glaube halt wirklich, dass Fangs mit den Schilden nachher ganz gut sein könnten. Aber wenn ich jetzt hinstelle, ist es ja nur Kanonenfutter. Und es kostet halt zu viel zu freischalten. Wahrscheinlich hätte man direkt mit Scorpion antworten sollen, aber ich will natürlich diesen Senior da ausnutzen. Irgendwann. Also diese Runde kriege ich vielleicht nochmal aufs Maul. Noch normalerweise keine gute Strategie, Dorn aufs Maul zu bekommen. Aber nächste Runde kann ich mit den Dicken da auftauchen. Das wäre der Gameplan. Ah, da oben jetzt drei Einheiten stehen, der Gegner, okay. Headquarter. Mal gucken, ob meine Wespen das jetzt gewinnen. Oh, sieht doch gut aus, oder? Nee, doch nicht. Die zwei Viecher sind leider über. Heal-Item.
Ja, so eine Flanke schon was Schönes. So, aber nicht zu viel investieren an der Ecke, ne? Das war eigentlich schon zu viel. Ist die Frage, ob ich über 50 jetzt einfach da wegpacken soll. Extended Range? Glaube ich nicht. Assault. Das ist, glaube ich, immer gut. Ja, was machen wir jetzt da oben? Wollen wir den für 50 einfach wegporten? Wenn die Wespe da unten ist, ja ganz gut. Der hat ja nichts stehen. Wenn ich die wegporte, ist das immer so eine Sache, ne? Also ich würde die jetzt eher hier verkaufen da oben. Ich habe da ja nichts von. Und das da kann ich wahrscheinlich alles mit Mustang holen. Dann kommt diese Runde nur nicht Dickes dazu. Also eigentlich müsste ich rechts jetzt einen Mustang hinstellen, will aber diese Runde da so machen. Aber ist ja eh schneller, ne? Von daher machen wir das jetzt hier, wie wir ursprünglich gesagt haben. Und die Wespe können wir ja töten, weil die jetzt vorfliegt mit einem Satellit. Der Crawler ist noch ein bisschen beschäftigt, die kommt zumindest spät dahin. Vielleicht hat er noch was über an Defense. Da muss man mal gucken. So. Okay. Na gut, das nennt man jetzt Pech. Noch ein Schild da gewesen. Kinder, das war das Scheiße. Aber ich habe noch getroffen, weil die rausgelaufen sind. Also die Arkla jetzt mal beschützt. Den Satellit als ärgerlich, ne? Sonst hätte ich den da gemassakert, glaube ich. Die Level 3 Wespe. 40.000 Schaden. Also der konnte auf jeden Fall mehr Punkte als da steht. Das ist schon mal sehr gut. Schild ist auch weg. Aber die Wespe macht mich tot. Hat es überlebt. Er lebt immer noch. Okay. Ich habe halt kein Momentum, von daher kann der jetzt einfach einen Melting Point holen, ne? Oder einen Overlord. Das ist wirklich super dumm gerade. Es gibt ja auch noch umsonst das Ding. Ach, ist das scheiße hier, ey. Ich habe zu viele Probleme, die ich gleichzeitig lösen muss. Also einer, der das immer tankt. Und dann muss ich aber gleichzeitig noch hier gegen die Melting Points mich aufstellen. Also ich, ne, ich tank, das ist halt dieses Momentum, von dem ich immer spreche. Das ist halt nicht existent bei mir im Moment. Und das ist nicht gut. Also wir geben jetzt hier auf jeden Fall das Schutzschild aus. Und ansonsten hoffen wir halt, dass die alles wegblasen da. Ah, da kommen jetzt auf jeden Fall Melting Points. Ich glaube nicht, dass man, dass das eine große Überraschung wäre. Da fehlen jetzt 50 Punkte. Scheiße. Ich hätte auch einfach eine Wespe kaufen können. Na gut, jetzt ist das so, wie das ist. Und dann von ganz hinten dazu. Okay. Den nochmal schneller wegräumen. Wieder, das war jetzt mit Ansage. Und mir fehlt halt die Reichweite leider. Und die Modelltanks auf der rechten Seite. Also es sind zu viele Baustellen, die ich hatte wegen meinem rechts oben Ding. Ne? Zwei Modelltanks mehr hier in der Area hätten viel ausgemacht. Also die etwas größere Flanke oben war absoluter Schmarrn. Ja, der schafft das da gegen Level 4 kaum. Richtige Einheit, aber da fehlt der Level, da fehlt die Reichweite und da fehlt eine Handvoll Modelltanks, die oben rechts halt eben, ne? Von oben rechts quasi kamen. Ich glaube schon, dass das alles irgendwo stimmt, aber eben alles wegen diese Momentum-Geschichte halt jetzt problematisch ist, ne? Ich denke, ich habe vielleicht einen Adlergeschütz zu viel und das da oben war ein Riesendrama. Es hat jetzt trotzdem gereicht, aber das hätte massiv besser sein können. Aber vielleicht kann ich es jetzt ausgleichen. Schild drauf. Hat er viel Kleinvieh und ich habe nichts das Kleinvieh weggeräumt, ne? Ja. Das geht, glaube ich, immer. Gerade wenn man den hochlevelt, nimmt man das, glaube ich, mit. Ich muss Kleinvieh wegräumen und alles. Also im Moment würde ich sagen,
das da war ein Fehler. Ich mache jetzt Wespen dabei und hoffe, dass das Kleinvieh tötet. Und dann tankt das gleichzeitig gegen diese Single-Targets da, ne? Das ist der beste Call, den ich jetzt sehe. Schild beschützen. Einfach das Schild tanken lassen. Alter. Eigentlich bräuchten alle Reichweite und auch die dicken Dinger da, ne? Aber das ist hier wichtiger als alles andere, wäre mein Verdacht. Also ich bin mir gar nicht sicher, wie gut so eine Wespe gegen den Crawler ist. Die müssen ja richtig schnell wegräumen. Auf der anderen Seite, die räume ich jetzt auch nicht schnell weg, ne? Ja, wie ich mir gedacht habe, die brauchen ein bisschen zu lange. 11 Kills. Sie machen es aber. Da hat er wieder die Wespen zum Abknallen, die tanky sind für ihn. Da haben wir den ersten Dicken. Da hat er meinen Dicken leider. Und das war der mit Level Up und Item. Da hat er den nächsten Dicken und den nächsten Dicken. Aber ich habe Reichweite vergeben. Vielleicht schieße ich irgendwann mal zurück. Mal gucken. Habe ich zuerst eingeloggt? Ne, ich habe gar nicht eingeloggt. Ja. Also man kann bestimmt viele Gründe jetzt finden, warum das scheiße gelaufen ist, aber ich denke, die zwei Einheiten, die oben rechts waren und jetzt gerade das mit dem Mustang, das Halbherzige, das war eigentlich der Unterschied gewesen, der ganze, der ausschlaggebend war. Es hat so viel Momentum geklaut, dass ich einfach nicht mehr hinterherkam. Schwierig. Ich weiß gar nicht, ob das mit dem Beacon klappt, wenn der teleportiert. Sowas sollte man eigentlich auswendig wissen. Nicht zu nah rangehen. Ich hoffe mal, der dreht da nicht rum oder so. Machen wir den aus. Vielleicht kann ich ja zumindest Zeit gewinnen. Ja. Also klar, Schutzschild, ne, weil der jetzt hier Satelliten davor setzt oder sowas. Ich räume die jetzt einfach hier schneller weg. Weil ich einfach zu viel Mist gebaut habe, sehe ich da keine andere große Lösung. Dass er die mal schneller abknallt, die eine Wespe da von der Seite. Und ansonsten, ja, einfach Melting Points. Und von dem hier nochmal, ein paar Kleinvieh nochmal schneller töten. Keine Zeit für nix. Okay. Großer Overlord. Dabei. Also meine Luftabwehr ist sehr schwach ausgeprägt, ne? Handvoll Wespe da drüben noch. Level 2 Dinger, aber reicht das für diesen dicken Overlord? Und dann das Ding da oben. Ist jetzt leider gestorben, bevor das Headquarter getroffen wurde. Das hätte sonst gut enden können, hätten die das eine Sekunde früher geschafft. Next Headquarter weg. Jetzt immer noch Kleinvieh da am Weg. Zum Großen eingeloggt. Aber ich hatte natürlich eine gute Flanke. Das würde jetzt nicht nochmal passieren. Aber er muss jetzt was Großes dahinstellen wahrscheinlich. Ja, Atombombe. Klar, die standen ja hier ganz wunderbar dafür.
Ja, da oben, der stellt jetzt was Dickes hin, ne? Da habe ich jetzt keine großen Zweifel, nehme ich immer das Geld mit. Tja, wie machen wir das jetzt hier vorne? Also ich räume die nochmal schnell weg, ist mir egal, dass das ein bisschen was kostet. Sicher ist sicher. Das sind Level 2, das heißt, da brauchen wir auch hier Level Up. Ja, ist wieder so viel zum Einstellen hier vorne. Ich mische jetzt einfach die Einheiten dabei. Weil er Schilde dahin stellt. Atombombe kann er ja auch stellen, ne? Das wird mich jetzt auch nicht so super wundern. Kann ich die mit der vor der Atombombe vielleicht schützen? Mit dem Beacon noch irgendwas Sinnvolles machen? Gucken, dass die Wespe halt stirbt. Bisschen später ranholen, dass die Atombombe ausweicht mit ein bisschen Glück. Haben alles abbekommen. Er hat einen Melting Point oben links hingestellt, ne? War, glaube ich, keine Überraschung. Der Schild leider nicht bekommen. Ist natürlich jetzt ärgerlich. Hat schon was verdichtet, die Atombombe, aber ohne das Schild hätte es sich, glaube ich, gelohnt. Ja, der Krempel wäre dann alles tot gewesen. Also das Schild, das war mein Untergang gewesen. Sonst wäre ich durch gewesen, recht. Also ich würde jetzt auf meiner Liste auf jeden Fall das verlorene Spiel ankreiden auf die Flanke. Mehr als eine Einheit in der Flanke und Spielerei. Weil die Flanke hat dazu geführt, dass ich nie ordentlich hier unten das aufgebaut habe. Der hat mich Zeit gekostet zum Nachdenken, wenn ich das ordentlich aufbaue. Die hat zu diesem Wespenblödsinn geführt. Da kam halt viel bei, ne? Ich habe zwei Einheiten verkauft, die hier unten halt wichtig gewesen wären, Momentum zu erhalten. Also die Liste wäre endlos. Für mich war die Flanke wirklich da oben dieser eine Punkt von vielleicht vielen, aber dieser eine, der stark herausgestochen ist. Und der Rest ist ja Chaos gewesen. Das ist ja nichts, wo ich sage, jetzt habe ich systematisch aufgebaut, ne? Das ist ja völlig planlos gewesen, leider alles. Ja. Das war halt so. Als ich die Dinger geholt habe, war das Spiel eigentlich besiegelt, könnte man sagen. Aber ich wollte damit halt die kontern, aber weil ich kein Momentum hatte, konnte er die holen ohne Probleme und dann war es GG. Ganz simpel gesprochen. So. Ich notiere das mal gerade. So, weiter geht's. Als ihr draußen wieder das Bellen hört. Wir haben eine Nachbarin, die hat zwei Hunde, die bellen alles und jeden und nonstop an. Weiß auch nicht, ob das eine sichere Geschichte ist. Mich hat der Hund auch schon mal angesprungen, war aber sozusagen an der Leine, da hat er der Luft gehangen. Ich verstehe nicht, wie Leute ihre Hunde so. Also das Tier ist ja auch unter Stress bei sowas, ne? Nonstop. Also wenn man sich einen Hund holt, soll man den bitte auch ordentlich dressieren, trainieren, ihr wisst schon. Dass das, ne? Also der ist ja unnötig gestresst durch sowas. Ich habe da kein Verständnis für. Aber erklärt mal einem Hundebesitzer, dass er seinen Hund Benehmen beibringen soll, dann flippt der aus. Vielleicht Luft? Oh, das nochmal. Also im Moment versuche ich es halt immer noch mit der Artillerie, die Dinger zu kontern. Und letzte Runde halt, die Artillerie hat es nicht vollständig gemacht. Und dann kam eben der Fortress mit zu kontern und dann war das Spiel halt am Arsch. Ne? Also entweder klappt das oder es klappt nicht. Da muss ich mich irgendwann für entscheiden. Aber ich kann nicht zwei verschiedene Einheiten für denselben Job holen. Natürlich war der Anfangsaufstellung auch Murks. Ne? Ich habe die ja aufgestellt, dann stand er da links und dann war das Momentum von Runde 1 an weg. Okay, machen wir das mal so. Ein Gleichspiel wie immer. Irgendeiner muss sich dann davor stellen zum Tanken. Ich glaube, dass die okay sein könnten, aber nur, wenn man halt irgendwann Schilde ausgibt, weil ich letzte Runde eben auch nicht gemacht habe.
verkauft die direkt. Ja, ich kann das gut nachempfinden. Ob das hier Sinn macht für eine Wespe im Early Game, weiß ich jetzt nicht, aber mein Segen hat er, ist ja der gepanzerte Wespen statt gepanzerte Tarantulas. Er hat wahrscheinlich nicht gedacht, dass ich Fangs hole. Keine Ahnung, was der mit der Wespe machen will. Wieder verkaufen wahrscheinlich dann, oder? Also, ich brauche jetzt einfach mehr von denen. Ist ja Anti-Wespe, ne? Man braucht die ja früher oder später sowieso. Ein Crawler. Aber halt die Arclights. Und ein Marksman. Noch nicht mal Assault-Option. Ich bin total verwirrt. Möchtest du jetzt meine Fangs snipen? Oder? Ich bin verwirrt. Was wird denn das jetzt fertig ist? Hat er gerade runtergestreckt? Nee. Hä? Also der muss jetzt gleich Überstunden machen. Siebenundzwanzig hat er erwischt. Die laufen jetzt quer zu dem Marksman, okay. Also im Moment, glaube ich, mache ich einfach weiter Fangs, weil. Also ich kann ja auch einen Fangspam machen, ne? Weil es gegen seine Einheiten komplett gut ist im Moment. Ja, das wäre natürlich auch nice mit dem Nano. Laser. Lieber, das ist eher angriffstauglicher, ne? So, wenn er jetzt Tanky kommt, dann habe ich keinen Schaden, ne? Ich mach mal einen für Schaden dabei. Und nochmal das Kleinvieh in der Mitte, da war ja relativ viel. Dass sie das zu zweit vielleicht machen. Ja, ich weiß halt noch nicht, wo die Reise hingeht, ne? Also, keine Ahnung. Gegen die Fangs. Dann fange ich gleich nochmal ein paar Crawler vielleicht dazu. Die brauchen auf jeden Fall Reichweite nächste Runde, ne? Dann macht er keine die Dinger. Ich dachte halt, der kommt jetzt mit irgendwas Tanking, ne? Und da war mein Investment in den Phönix mit dem Item natürlich voll daneben. Aber es war als Regenerations-Item da und hätte mit dem Rhino oder Panzer gekommen, hätte ich glaube ich sehr wenig Schaden gehabt. Hat er nicht, okay. Also hat den Reichweite gegeben, hat jetzt drei davon.
Habe ich leider schon die ganzen Dinger geholt. Dann hätte ich gesagt, ich mache das damit kaputt. Ja. Also eigentlich eine runde Panzer, aber der kontert dann die Panzer. Luftabwehr ist ja nicht bei, ne? Was mache ich mit dem anderen Ding? Schwierig. UFOs für die Flanken. Ich bin mir völlig unsicher, was da jetzt gut passt, aber wahrscheinlich. Aber so ein Ding hier. Brauchen auf jeden Fall die Reichweite. Der kann alleine so einen Typen besiegen, in aller Regel. Genau. Und da machen wir einfach mehr von denen dabei. Töten alles Kleinvieh. Okay. Er denn geholt? Crawler. Wespe verkauft, Geld gestapelt. Der Hund flippt wieder aus. Das sind zwei kleine Hunde. Also, weiß ich, das ist das Herrchen, das ignoriert, finde ich halt. Das ganze Spaß an Tierquälerei. Der regt sich halt auf, die beiden Hunde, wenn irgendjemand am Fenster vorbeigeht. So, da oben zwei sind vielleicht ein bisschen viel für ihn, aber er hackt sich langsam durch. Aber was hat der Gegner jetzt mit dem Geld gemacht, diese Runde? Muss irgendwas übersehen haben. Ich lasse ihn jetzt rechts oben stehen, weil der ohne Teleport beide wahrscheinlich besiegt. Das heißt, der müsste dann überinvestieren. Die Runde gebe ich mir dafür. Okay. Ja, hat Schaden gefehlt, ne? Regeneration ist, glaube ich, schon eine starke Tüte auf den. Genau, also ich lasse den da jetzt hier. Ich meine, es kostet ein bisschen was. Aber stellt ihr wirklich was dazu, ist halt die Frage, ne? Also ich versuche das mal. So, Kleinvieh haben wir jetzt weggeräumt. Ich schieße das jetzt einfach ab, oder? Und dann kriegen die noch Reichweite dazu. Gucken, ob es ausreicht. Also viele glauben halt, dass man den sofort verkauft. Ist ja immer eine Pokergeschichte, ne? Naja, Regeneration. Ich meine, hätte ich ihn jetzt auch geben können da oben eigentlich, ne? Statt dem da. Das wäre, glaube ich, cleverer gewesen. Der hat jetzt heftig investiert da oben. Das ist jetzt die ganze Party. Also mit Regeneration hätte es vielleicht sogar jetzt geschafft, alles. Ich hätte es nicht da drauf packen dürfen da unten. Das war, glaube ich, ein Fehler. Ich hätte es ja immer noch dem geben können, wenn ich ihn später verkaufe. Also ich hätte ihm das geben müssen. Naja, also das war ein großer, großer Fehler gewesen. Den kriege ich mit den Phönix nicht mehr tot, ne? Level 4 Regeneration. Das Einzige, was ich jetzt erreicht habe, ist, dass mein gesamter Ball hier unten ins Nichts schießt. Ja, ich habe mich, glaube ich, gerade selbst aus dem Spiel gekickt. Durch diese Aktion da oben und durch diese Aktion hier unten. Das war ein bisschen viel. Jetzt muss ich halt einen Melting Point holen. Jetzt ist das Momentum halt weg, ne? Also ich muss einen Melting Point holen, sonst töte ich den nicht mehr. Und der Gegner weiß das und kann machen, was er möchte. Das ist halt die Situation, wo ihr Spiele verliert, ne? Ich habe das halt massiv falsch eingeschätzt. Und da oben ist gebaut. Und die Fähigkeit auch umsonst ausgegeben. Also ist völlig am Arsch, das Spiel. Völlig am Arsch. Ja, so viel Mist gemacht. Wie gesagt, ich habe keine andere Wahl mehr.
Und jetzt kann man nur hoffen, dass es klappt, zufälligerweise. Fast überlegen, ich sogar einen zweiten da links hinstellen. Ich brauche rechts eigentlich auch rein, aber der tankt das ja hoffentlich lang genug, ne? Das muss dann einfach. Ansonsten von dem Kleinvieh da. Da können wir zumindest mal ein bisschen ausdünnen, das Ganze. Hier bist zumindest, dass der schlecht platziert ist, genau wie das da oben vielleicht, aber das geht immer. Aber der ist ja schlecht platziert. Die stehen sowieso scheiße. Und ich kann den jetzt hoffentlich kontern. Kleinvieh töten, das machen ja die ganzen Arclights. Da habe ich, glaube ich, genug von. Soll nur dem Großen vorbei. Und meine Phönix sind natürlich ziemlich sinnbefreit, weil die machen jetzt das, was die ganzen Phönix da hinten machen, ne? Die vier. Ja, so eine beschissene Aufstellung. Nichts macht Sinn in diesem Spiel für mich. Ja. Aber meine Arclights haben auf jeden Fall viele Ziele jetzt. Ich muss nächste Runde nochmal ein paar Modelltanks dazu packen. Crawler halten, aber die Fangs scheiße sind für das Szenario. Aber bei Runde 6 oder 7 Crawler dabei packen, ist halt Wahnsinn, ne? Genau, der hat mich jetzt frontal kaputt gemacht, obwohl der Laser aufgeladen war. Naja, 44.000 macht der pro Schuss. Also der one-shottet die mit anderen Worten. Der ist doch nicht 36.000 Leben nur, oder? Warum hat der 36.000 Leben? Ist richtig angezeigt? Dann nehme ich ein bisschen mehr normalerweise. Und hier gibt es so einen Anzeigebug. Auf jeden Fall one-shottet der dann jeden von den Bällchen. Wie es im Moment aussieht. Kleinvieh schneller töten. Schwierig. Sonst packe ich eine Reihe UFOs dabei. Da hat er oben ja, na, ist auch ein bisschen. Eigentlich ist das eine dumme Idee mit den UFOs. Tausend Leben. Es hält ja zumindest mal ein Treffer aus. Ja, wenn er die One-Shotte, das ist natürlich Käse, ne? Jetzt Crawler holen ist auch nicht so super geil, aber ich brauche mal echte Modelltanks. Das ist ja hier Wahnsinn sonst. Reichweite. Wieder wahrscheinlich Schilden jetzt, ne? Gucken wir mal, was wir kaputt kriegen. Je mehr von dem Scheiß stirbt, desto besser. Ja, Litten-Spam ist mir keine gute Idee, erst recht, wenn ich so viel Anti-Small habe, aber ich wollte jetzt mal, dass die, ne, schießen können von hinten. Hab mir schon gedacht, dass das jetzt zum Riesenproblem hier wird. Mit Reichweite und Co. So, jetzt haben wir mal eingeloggt. Und der stirbt einfach nicht. Headquarter geht jeden Moment kaputt. Okay. Den dicken haben wir zumindest. Jetzt müssen wir noch die 30 anderen besiegen. Also ich würde sagen, Preis-Leistung sind die Scorpions besiegen die Giants locker, ne? Und daher bin ich immer noch in der Scheißsituation hier. Wie kriege ich da aber Feuer rein? Das wäre jetzt die Frage. Ja, ich hätte die ganzen Fangs hätte ich nie holen dürfen. Das ist ganz simpel. Level. Heal.
Mal einen auf der rechten Seite. Mal Kleinvieh dabei. Die ist nämlich keine Satellitenspam, der hilft. Ich meine, der tankt ja ganz ordentlich da vorne, ne? Aber ich glaube, der stirbt jetzt trotzdem sinnbefreit. Also ich würde lieber den hier super tanky machen. Reichweite habe ich vergeben, ne? Gucken, ob wir da ein bisschen aushelfen können. Das ist so sinnbefreit wie ein Satellit. Ich habe doch da eine Artillerie. Ach. Na gut. Also mit ein bisschen Glück brenne ich die gesamte rechte Hälfte jetzt ab. Das wäre natürlich schön. Das dauert einen Moment leider hier wegen der Reichweite. Der einen Schritt nach vorne, dann die Rakete. Ich hoffe, die fahren dann noch durchs Feuer. Und Fächer fahren sie jetzt einfach raus aus dem Feuer. Sieht aber schön aus. Um nicht zu sagen, hübsch. Die Dinger kann man verkaufen, zumindest den rechten. Ah, und da hat der dicke Schuss. Wir heilen uns hoch. Der Heal ist real. Der Feuertrick klappt halt nicht immer, ne? Den kann man, glaube ich, einmal machen. Also ich glaube schon nochmal ein Öl, aber ich glaube nicht, dass das nochmal funktioniert. Steeboys brauchen wir da glaube ich nicht reinpacken. Da ist nichts bei, ne? Also klar, ich mache das jetzt nochmal mit dem Öl, aber das sollte ja niemals funktionieren nochmal. Das wäre ja hardcore krass. Ja, Kleinvieh wegholen. Also Finisher-Runde versuchen, klar. Gerne nochmal die ballern lassen, die Kameraden. Tja, wie machen wir das jetzt? Ist ja doch eine Menge Kleinvieh inzwischen, ne? Hätte fast gesagt, die Raketenspam auch. Ist normal mein Untergang, sowas. EMS-Raketen. Aber ich habe da ein paar Schilde. Die Tunnelfreunde. Und den Panzer mit Raketenabwehr. Aber ich habe noch ein paar Raketen. Steht schon wieder. Also, dass er zweimal auf dieselben Trick reinfällt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ne? Na gut. Also, ich denke mal, dass das Feuer, also generell das ganze Feuer, aber das mit dem Öl vor allem in der Backline, das hat das jetzt entschieden. Ne? Also zweimal das Feuer zu ignorieren, wenn man eine komplett squishy Armee hat, ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen vernachlässigt, was etwas, ne? Also wären das ja tanky Leute gewesen, hätten wir darüber reden können, aber in dem Falle musste einfach ein Schutzschild oder irgendwas kommen. Und die zwei Saber-2s mit der Raketenabwehr, die halten ja keinen Raketensturm ab. Ja. Genau, also das ist, glaube ich, jetzt für die meisten sehr deutlich. Da brauchen wir nicht lange analysieren. Also, da hinten hat er sehr teure Einheiten mit 1000 Upgrades und Level und alles. Alles ist squishy, ich meine wirklich alles, ja. Ich meine wirklich alles. Und dann hat er eben zweimal das Öl ignoriert, zweimal das Feuer ignoriert. Hat wahrscheinlich gedacht, dass diese Flugabwehr von diesen teuren drei Level 3 das abfangen, aber das ist ja das Käse.
Also, das war, da hätte Schild hingemusst, das hätte einen riesen Unterschied bedeutet. Könnte man jetzt testen, wenn man wollte, aber ich glaube, das war der absolut entscheidende Faktor. Warum hat das jetzt so einen Krampf bei mir wieder, das Spiel? Ich habe jetzt den Anfang fast vergessen. Also, die UFOs haben sich wahrscheinlich nicht gelohnt, ne? Die wurden die ganze Zeit abgeknallt, klar. Ich habe nur keine Zeit gefunden, die zu verkaufen. Ich habe jetzt ganz vergessen, wie es angefangen hatte, Kurzzeitgedächtnis. Ich habe da oben, glaube ich, genau, da war eine Rhino-Flanke, die nicht funktioniert hat. Ja, das Regenerations-Item war das gewesen, ne? Das hätte da oben eventuell geklappt. Und dann habe ich am Anfang einfach Fangs aufgebaut, und zwar nur Fangs, wo ja klar war, dass eigentlich bei so einer Aufstellung dann irgendwann die Mustangs kommen, und dann hatte ich keine funktionierenden Modelltanks mehr, ne? Das war, glaube ich, das Problem gewesen. Also die Grundregel ist eigentlich immer, dass man Modelltanks am Anfang mischen sollte und nie nur Crawler oder nie nur Fangs holen sollte, weil die eben zu einfach dann zu kontern sind. Ja, Fangs durch Artillery und Mustangs meinetwegen und Crawler dann Flammenwerfer reinhalten oder so. Oder also ein UFO aufstellen. Und das war, glaube ich, hier der Fehler gewesen. Und die Regel habe ich halt ignoriert. Ja, das war's dann für heute. Ich bin erstmal weg. Ciao, ciao.